ich bin überhaupt kein Produzent, der irgendwie so eine bestimmte Reihe von Tracks produzieren will, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie so eine ganz kleine neue Stilistik, jeder Track klingt irgendwie sehr ähnlich und man erkennt es sofort wieder. Ich bin eher derjenige, der jeden Track für sich sprechen lassen will. Und auch auf einer EP versuche ich nicht irgendwie sehr ähnliche Stücke drauf zu machen, sondern verschiedene Stücke, die aber trotzdem den gleichen Ursprung haben, mich als Produzenten, wo man trotzdem hört, das ist ein Track von ihm, aber nicht sich irgendwie in den Elementen total ähnelt. Und ich denke, da bin ich schon sehr weitdenkend einfach. Also ich beharre mich nicht irgendwie auf eine Stilistik und sage, so, ich muss jetzt nur das machen, weil das ist gerade irgendwie ganz hypig und das muss man jetzt machen, sondern ich produziere einfach und wenn was rauskommt, wo ich denke, okay, das spricht mich an, da spüre ich was, das ist dann so ein Track für mich. Und nicht irgendwie, weil er gerade das Schema von der Zeit passt oder so. Sobald ich anfange, über die Musik nachzudenken oder ich irgendwie mit Druck arbeite und ich muss jetzt was machen für das und das, geht überhaupt nichts. Vielleicht mal durch Zufall, aber meistens mache ich dann meine guten Stücke, wenn ich total frei bin, schon gute Inspiration habe vielleicht von irgendwelchen anderen Künstlern oder von Clubnächten einfach und mich dann einfach ransetze und mit Spaß Musik produziere und Sachen probiere und wenn ich in diesem Status drin bin, dann geht es auch sehr schnell. Also dann sitze ich dort und habe in einer Stunde oder halben Stunde sogar den Track im Prinzip fertig und danach weiß ich gar nicht mehr so richtig, was ich da jetzt alles gemacht habe, dass der jetzt einfach immer so ist. Also es ist dann irgendwie so ein Aha-Effekt und wenn ich den habe, dann weiß ich auch, okay, das ist jetzt wieder ein neues Stück für mein Live-Set vor allem. Irgendwie eine Art Meditation für mich, wo man in so einen bestimmten Flow einfach reinkommt oder man kommt in so einen Rhythmus einfach rein und wenn sich das die ganze Zeit wiederholt mit prägnanten rhythmischen Elementen, die es ja in Vielzahl gibt, die dann noch vielleicht mischt, dass ich vielleicht von der elektronischen Seite her habe, von meinem Studio, dass ich da mit rhythmischen Elementen arbeite, die irgendwie gegenarbeiten gegen die ich live spiele und dadurch dann irgendwie was ganz Interessantes entsteht. Und ja, dadurch hat diese elektronische Musik so viel Erfolg, weil der Rhythmus das Hauptelement ist und einfach sehr viel Bewegung gibt und sehr viel Energie rüberbringt, wie keine andere Musik. Probiere ich sehr viele Sachen aus, was mit Mikrofonierung zu tun hat. Vor allem mit Becken und den Höhen, die man sehr schön zu was ganz anderem verarbeiten kann, wenn man sie runterpitcht oder irgendwelche Effekte drauflegt. Und da kommen teilweise Sachen raus, die ja total durch den Raum fliegen, total interessant wirken und halt einen anderen Charakter kriegen als das rein elektronische. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich als Produzent versuche, die ganze Zeit irgendwie diese gemusste Organik da reinzubringen, sondern wenn ich im Studio bin, dann bin ich schon eigentlich elektronisch basiert, außer ich nehme jetzt halt irgendwas auf, was sich dann aber so verändert, dass man es nicht mehr erkennt als das Becken zum Beispiel. Was ich halt versuche, ist in dem Live-Setup dann diesen Vorgang zu machen und live für die Leute halt verständlich zu machen, dass sie es auch sehen. Weil
Auf einer Platte ist natürlich, kann man organische Elemente mit reinbauen. Aber ich finde es viel interessanter, wenn man diese Elemente, die organisch sind, dann auch wirklich organisch einsetzt, als ja, Live-Setup oder in dem Moment abgenommen einfach und hörbar ist. Ich denke, Musik ist immer eine Entwicklung irgendwie und muss auch immer eine Entwicklung bleiben, sonst ist es keine Musik mehr irgendwie. Deswegen denke ich schon, ich werde mich auch noch verändern. Im Moment bin ich halt da in dieser technoideren, auch manchmal deepen Geschichte angelangt und da weite ich mich jetzt erstmal aus und probiere alles aus so ein bisschen. Und wo der Weg hingeht, weiß ich nicht, aber er wird irgendwo hingehen. Also es wird nicht so bleiben und wie gesagt, Bewegung ist, finde ich, sehr wichtig, auch im Produktionsweg irgendwie, dass man sieht, ein Künstler verändert sich, da tut sich was und er bleibt nicht immer auf dem gleichen Stand und probiert immer wieder einen Track zu reproduzieren mit irgendwelchen anderen Elementen, aber er soll wieder so klingen wie der, weil der war so erfolgreich. Also das ist meiner Meinung nach die falsche Herangehensweise. Ich finde, man muss irgendwie immer weiterdenken bei jeder Nummer, die man anfängt, muss irgendwas Neues, damit es auch wieder interessant für sich selber wird. Weil sonst produziert man irgendwie immer das Gleiche und wird immer monotoner und irgendwann klingt alles gleich und man hat auch selber keinen Spaß mehr dran, weil man irgendwie, ja, weil das Neue halt immer interessant ist im Leben. Every past trip.